Den CO2-Ausstoß verringern, das hat sich die Verbandsgemeinde Walmeroth im Westerwald auf die Fahnen geschrieben. Außerdem solle der Energiebedarf mehr durch regenerative Energien gedeckt werden. Die Verbandsgemeinde hat ihre Bürger in Walmeroth eingeladen und dort das Klimaschutzkonzept vorgestellt. Einiges davon ist schon vor ein paar Jahren auf den Weg gebracht worden. In Freibädern wird normalerweise nur jede Menge Energie verbraucht. In Hunsangen ist das ein bisschen anders. Hier betreibt die Verbandsgemeinde Walmeroth ein Blockheizkraftwerk. Die örtliche Grundschule, die Sporthalle und das Feuerwehrgerätehaus werden so mit Wärme und Strom versorgt. Es gibt mehrere Gründe. Natürlich der Umweltgesichtspunkt ist klar, aber es hat natürlich auch einen finanziellen Aspekt. Wir zahlen heute gegenüber dem Jahr 2010 noch etwa 40% der Kosten für Strom und Heizung in den Objekten der Verbandsgemeinde. Das heißt, für uns hat sich das auch wirtschaftlich gerechnet. Auch Wind- und Solarenergie sind bereits Teil eines seit 2010 bestehenden Klimaprogramms. Heute Abend wurde besprochen, wie das Konzept weiterentwickelt werden kann. In Zukunft sollen auch die Bürger stärker eingebunden werden, zum Beispiel beim Thema Mobilität. Wichtig ist zu dem Startzeitpunkt einfach einer möglichst großen Akteursvielfalt aufzuzeigen, was kann jeder Einzelne machen. Und ich glaube, das geht von der Kommune einfach besser als anonym mit Flyern und Internetseiten und sonst was. Die Verbandsgemeinde Walmeroth macht Klimaschutz seit Jahren vor. Nun sollen auch Privathaushalte und Unternehmen mitmachen. Konkrete Maßnahmen sollen so bald wie möglich beschlossen werden.